So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Und ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Der Sariel ist leider in diesen Aufnahmen, die jetzt kommen, nicht dabei. Ich habe ihn gerade angeschrieben, ob er denn da ist. Er scheint nicht da zu sein und ich nehme jetzt halt mal kurz ein, zwei Folgen auf. Was ich mittlerweile verstanden habe, das habe ich erst gar nicht gerafft. Wir sind hier praktisch dadurch, dass wir in der Höhle. Huch. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass er da unter der Brücke so durchgeht. Wir sind hier unter der. Quatsch. In der Höhle sind wir nach rechts abgebogen und dadurch haben wir uns in die letzte Welt schon gebracht. Deswegen hat er mal von Andy Percent gesprochen. Eigentlich geht es leveltechnisch hier weiter, wenn man sagen will, so dritte Welt, zweite Welt und so, ne? Deswegen werden wir jetzt trotzdem erstmal den ja, dieses Level hier spielen. Und das ist das mit diesen komischen Feuerwänden. Aber vielleicht. Oh Gott, das wird ohne Serie wird das so schlimm. Aber vielleicht wird es nicht so schlimm. Wie ich es mir. Wie ich. Oh mein Gott. Wie ich es befürchte. Ich meine, ich kann doch bestimmt. Ach so. Ach so. Ach so, ist das dafür nur da, dass man. Weiß ich gar nicht. Ich dachte, ich kann da. Ich will da hoch vielleicht. Aber vielleicht will ich da gar nicht. Oder will ich da? Ich glaube schon, dass ich da hoch. Nein, den wollte ich nicht einsammeln. Jetzt muss ich das so machen. Weil wenn ich den einsammle, ist ja blöd. Dann kann ich ja Retry auch nicht mehr machen, weil ich dann in der Mitte rauskomme. Muss ich da hoch oder nicht? Ah, ich muss da hoch. Okay. Okay. Ja, nee, der Gedanke ist ja, vielleicht ist das ja trotzdem hier dann erstmal einfacher, wenn wir jetzt erstmal die normalen Welten spielen, wie sie gedacht sind. Und nicht gleich in der letzten Welt. Deswegen sind nämlich die Level so schwierig geworden. Das erklärt dann nämlich schon so einiges. Weil wir da in der letzten Welt gelandet sind. Unbeabsichtigt. Das habe ich gar nicht gerafft. Das hab ich dann erst nach der Aufnahme gerafft, dass er es mir zum dritten oder vierten Mal gesagt hat. Ich brauche immer ein bisschen länger. Ihr kennt mich. Ja, das Level hier ist sogar. Das Level ist sogar voll okay. Das Level ist voll okay. Das sah beim ersten Mal, als wir das gespielt haben, sah das nur böse, böse, böse aus. Also es sah, ja, es sah böse, böse aus. So, also ich hoffe, ihr ertragt, nur, dass nur ich rede und nicht Sariel. Ich kann leider jetzt nicht die coolen Sprüche von ihm bringen. Ich kann es aber versuchen. Okay, nein, kann ich nicht. Oh, Mist. Gut, dass man die sieht. Oh mein Gott! Okay, das Level mag ich. Ich hatte vor dem Level echt ein bisschen Bammel, als ich das erste Mal gesehen habe. Vielleicht habt ihr es gesehen, als ich das gesehen habe. Natürlich habt ihr das gesehen. Aber so, das ist sogar echt cool gemacht. Gefällt mir. Da will ich bestimmt noch die Blume behalten. Nein! Ach so, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir haben ja Zeit. So. Wo war der Mond? Oh, okay. Das war interessant. Nein! Da wollte ich jetzt auch nicht reinrutschen. Aber ich mag das. Das sollte auch nicht passieren. Aber ich mag das Level. Tatsächlich mag ich das Level jetzt sehr. Das, wo ich doch am ehesten Bammel hatte, entpuppt sich gerade als eine ziemlich coole Geschichte. Oha. Ich wollte. Ach Mann, ich. Ach, da oben kann ich. Oh mein Gott. Ah, ich kann auf dem Rollo. Okay. Ich verstehe. Das war nicht so gut jetzt. Dass ich immer wieder so gespeichert habe, dass ich in dem drin lande. Mein Gott. Ah, ich kann auf dem so rumbauen. Ja, okay. Nee, das Level ist super cool. Also meine Angst hat sich überhaupt nicht bestätigt. Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich war wirklich
Leider fast schon, muss ich das sagen, weil das die Aufnahme doch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht ganz so angenehm gemacht hat, glaube ich. Ich war leider echt, wir haben Freitag direkt nach der Schule aufgenommen. Es war keine gute Idee, ich hätte mich hinlegen sollen. Ich hätte mich nach der Schule einfach hinlegen sollen. Das ist, nee. Ich kann das direkt danach aufnehmen, das hat so, nee. Das war einfach echt keine gute Idee. Ach, ich hätte gar nicht in den Save State laden müssen. Ich hätte ja hier den Mittelpunkt gehabt. Jo, das Level. Das Level ist echt cool. Oh, geht das? Geht das auf schnell? Ja. Alles gut. Alles gut. Man muss zwar richtig schnell starten, aber dann kann man ja hier den State setzen und dann. Ah, und jetzt kommt der gleich hier runtergerollt. Zack. Ja, okay. Nee, das ist. Nein, das war dumm. Das war die falsche Taste. Moment. Ah, ich kann ihn sogar retten. Der ist nicht. Der ist gar kein. Das ist gar kein Todstate. No, ich habe den Pilz verpasst. Ich brauche den Safe. Safe brauche ich den. Nice. Und wohin hier? Ach, da, ach, da, ach, da. Ich meine, ich state verdammt viel, ne? Das ist klar, dass ich das ohne States würde ich. Geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Ja, geht noch. Ohne States würde ich hier überhaupt nicht Land sehen. Was? Ach so. Okay. Ah, ich muss da hoch. Okay, I see. Kann ich hier stehen? Ja. Oh, dang it. Ah, ich verstehe. Nein! Na, ich wollte noch da ran springen. Ja, ich brauche das. Ich muss es ja nur einmal auslösen, dann ist ja alles cool. So, jetzt darf ich noch nicht hoch. Ich muss nachher da hoch. Das ist auch interessant. Okay. Jetzt muss ich hoch. Und dann... Hier, volle Power. Ich hoffe, ich brauche die Blume nicht mehr. Ah, ich muss da runter. Ja, hat sich erledigt. Bam, 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 bam. Achso, ich kann hier stehen. Stimmt. Was hetze ich mich denn so? Ich bin da ja überall sicher. Dann ist doch alles cool sogar. Ah, nein, na egal. Wir gehen mal davon aus, wir brauchen die Blume nicht mehr. Oh mein Gott, jetzt muss ich da, okay. Mhm, ich verstehe. Jetzt habe ich sie eh wieder, die Blume. Ich will nicht zu viele States setzen, gerade wenn es... Oh, ich bin blöd. Gerade wenn alles noch so im Bereich des Machbaren ist. Komme ich da direkt hoch? Ja, easy. Oh Gott, da oben ist eine Röhre. Okay, jetzt gehen wir. Fahren nochmal zurück. Wir fahren nochmal eine Runde zurück. Ich meine, wir haben es jetzt ja. Wir haben es jetzt ja geschafft. Nice. Und das ist jetzt wieder der Moment, den man verdient. Ja. Also ein bisschen warten, bis. Oder schnell machen. Ja, einfach schnell machen, okay. Passt auch. Aber wer jetzt für ein Safe State lässt, wäre es jetzt gemein, so da nochmal, ne? Aber das ist halt so. Muss man dann halt gut timen, die Geschichte. Okay, und jetzt sind wir in der eigentlichen nächsten Welt, nämlich wie es praktisch die Reihenfolge wäre. Deswegen, schwierigkeitstechnisch sind wir da letztes Mal eben in die deutlich schlimmeren Level abgedriftet. Ich habe das gar nicht begriffen. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Nox Obscura. Irgendwie sagt mir das Level was. Das ist doch safe Toho-Musik. Ah, den wollte ich jetzt nicht einsammeln. Nein! So. Ach, da sind Steine runtergefallen. Das habe ich gar nicht begriffen.
Ah, da ist auch ein Stein, der hin und her hüpft. Oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist für die Augen... Ich sehe gerade sowas. Oh mein Gott. Jetzt soll ich da einen Shelljump in der Luft machen, oder was? Also in der Luft. Ich soll einen Shelljump machen, okay. Ja. Sariel, was ist das denn für eine Idee? Oh mein Gott. Das ist nichts für Leute, die nicht gut sehen. Oh mein Gott, blaue Münzen. Bedeutet Spinjump. Das ist nichts für Leute, die nicht gut sehen. Holy moly. Ah ja, also... Gott. So, und was ist da drüben? Da drüben hüpft auch irgendwas. Ah, das sind... Hä? So Stein oder sowas. Shish. Hä? Ich... Wo ist denn... Jetzt ist da irgendwas gelandet. Ach, da... Oh mein... Alter. Das sehe ich überhaupt nicht. Jetzt kommt es erst runter. Jetzt. Jo, ich will mal nur was ausprobieren. Ich mach's natürlich nicht. Ich will nur mal wissen. Ja, dann ist alles schwarz, ne? Weil die schwarze Palette haben. Dann sieht man die erst recht nicht. Nee. Nee, ich kann die nicht sichtbar machen. Okay, never mind. Dann könnt ihr nicht mal tricksen. Jetzt ist es gekommen. Alter, das ist ja... Also ohne States wäre das jetzt wieder was, wo ich sagen würde, da hätte ich überhaupt keine Lust zu. Weil du siehst das ja, also... Du musst ja erstmal ohne States rausfinden, wann wie was ist und dann musst du das immer wieder neu umsetzen. Nee. Also das wäre nichts für mich. So, okay. Jetzt hüpft der da unten, den kapiere ich. Hier passiert nichts weiter. Da ist jetzt... Der ist runtergelaufen. Ich habe es genau gesehen. Krieg ich den wieder rein? Mit Scrollen wahrscheinlich. Ja. Boah. Da ist wieder irgendwas runtergelaufen. Ich habe es gesehen. Aber das ist jetzt weg. Ja, da ist es wieder. Oh Gott, ey. Puh, Sariel. Was zur Hölle? Ja. Also wenn man es weiß, kann man sie gerade so erahnen. Aber ich glaube, auf YouTube sieht man die erst recht nicht. Also ich glaube, das Level ist für YouTube so einfach auch, hä, wo landet der eigentlich gerade? Das irgendwas. Ach, ein Springboard. Ja, was nützt mir das jetzt? Ich kann sie nicht mitnehmen. Was nützt mir? Ja, hä? Das habe ich jetzt wieder nicht ge... Hä? Ist der nicht da? Ja, da ist der. Ach, ich muss es fangen. Ja, logisch. Klar, ich muss es fangen. Warum ist da jetzt eine gelbe Münze? Da ist doch nichts. Da unten läuft eine lang. Und zwar so ein Knochen. Hä? Und da drüben? Ah, ich hab's noch in der Hand. Das war nicht so gut. Jetzt ist er im Abgrund gelandet. So. Da ist irgendwas runtergefallen. Ah, ist da wieder ein Springboard oder irgendwas? Hm. Ich glaube, irgendwann... Ja, ich glaube, da ist ein Springboard runtergefallen. Ja, da fällt ein Springboard runter. Okay. Hä? Nee, das ist ein Gegner. Hä, was ist da? Eine Shell? Also ein Koopa? Da könnte ein Koopa laufen.
dachte, das ist ein Punkt. Ich dachte. Dachte erst, da fällt ein Springboard runter, aber da. Ja, ja, da ist ein Koopa, okay. Yo! Also, ich glaube wirklich, auf YouTube sieht man von dem ganzen Zeug, auf das ich springe, nichts. Ich glaube, es sieht einfach aus, als ob ich in der Luft springen würde. Keine Ahnung. So ganz grob kann man es ja erahnen, aber. Boah! Also das... Weiß ich nicht, ob das so eine gute Designidee ist. Also ich weiß nicht. Weil gerade jetzt, also... Ich tue mir ja schon schwer, aber ich sehe noch einigermaßen gut. Das ist... Oh, weiß ich nicht. Vor allem, wenn ich bedenke, Safe Stateless. Also, sehen das wirklich Leute so, dass sie das Safe Stateless durchkommen? Ich würde mir da böse schwer tun. Und der Hack soll ja eigentlich Safe Stateless gedacht sein. Junge. Vor allem sowas in den Shell Jump, im Nichts. Aus dem Nichts einen Shell Jump zu machen. Ich mach's mal gegen die Wand. Ich glaube, das ist leichter. Irgendwie. Yo. Alter. Ich sehe die halt nicht. Ich kann es nur nach Gefühl machen. Und es klappt gerade gar nicht, das Gefühl. Da, also. Junge. Da oben ist aber das Ziel, oder was? Aber das kann ich noch nicht. Das darf ich noch nicht berühren, weil dann falle ich ja da runter. Da ist ja irgendwas. Wait, was ist eigentlich das da? Sind das einfach Blöcke dann, die zugehen, oder was? Müsste ja. Ich krieg die Shell nicht. Mein Gefühl sagt, ich mache den Shell Jump richtig, aber ich komme halt nicht mal ran. Das ist so eine komische Stelle. Ich sehe effektiv nichts. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwann einfach das Ding erwische. So wirklich Trial and Error technisch. Das gibt's doch nicht. Wo Es ist doch eine Shell, oder? Ist es keine Shell? Das ist eine Shell, aber die bewegt sich ganz komisch. Oder sieht es nur komisch aus? Seht ihr, wie langsam? Das wirkt, wie, als ob die sich total langsam bewegt, aber ich glaube, die bewegt sich ganz normal. Ich glaube, die bewegt sich schon ganz normal. Oder ist das ein Goomba? Ist das ein Goomba? Das ist ein Goomba. Das ist ein Goomba. Das erklärt, warum ich den Shell Jump nicht schaffe. Yo, das macht's ja noch schlimmer. Jetzt muss ich da abschätzen, wann der Spaß hat. What? Yo! Yeah, nein! Oh Gott, ja, okay. Oh mein Gott, wir sind oben. So, hier soll ich Spinjump machen. Ah, ich verstehe. Oh, da fällt irgendwas runter. Was segelt denn da runter? Ja, was? Ach so, ich soll gar nicht das Ziel berühren. Ah, ich verstehe.
Das ist gar nicht das Ziel, sondern ich soll hier einfach rüberkommen jetzt. Aber jetzt müsste ich hier unten dann den Block auslösen. Das ist jetzt das Ziel. Jetzt ist er da. Ah, der hüpft da so rum. Jetzt ist er wieder weg. Jo, was? Alter. Wo ist er denn jetzt? Da. Jo, wie soll der... Wie soll... Der ist wieder weg. Jo, wie soll das denn gehen? Ich glaube, so kriege ich den noch gar nicht wieder rein, ne? Im Moment. Muss ich anders machen. Warte, ich gehe mal darüber. Geht das noch? Nee, da ist das Ziel. Nee, da komme ich nicht mehr hin. Okay, dann muss ich es von der Seite... Dann muss ich es von der Seite machen. So, aber so kriege ich den wieder rein. Aber wo kommt der her? Wo ist der? Wo ist der gerade? Da! Alter! Ich muss... Wie soll ich denn mit dem den Block treffen? Der landet überhaupt nicht da, wo er soll. Jetzt ist er da. Jetzt ist er wieder da unten. Hä? Der muss irgendwann zwischendurch, muss der mal da sein, wo er hin soll. Der ist doch... Also so geht das nicht. So erwische ich den Block niemals. So erwische ich den Block niemals. What the heck? Aber der kommt von da irgendwie plötzlich. Und landet dann da. Also das ist das erste Mal, wo er hier runterkommt. Und danach ist er weg. Ich muss mit dem den Block erwischen. Oh mein Gott. Und wenn ich mit dem den Block erwische, muss ich aber wieder zurück. Und das ist alles im Dunkeln, Sariel. Was ist das hier? Ja, wie soll ich denn da zurück? Was? Muss ja wirklich sofort, wenn ich den ausgelöst habe, wieder nach da. Und das Problem ist, jetzt verliere ich sogar meinen Spinjump, wenn ich da den Block oder was. Ja, ich verliere dann den Spinjump. Hä? Wenn ich den Block auslöse, verliere ich den Spinjump? Also ja, noch schlechter. Ja, guck mal. Ich springe an das Ding ran und verliere den Spinjump. War, ist das schon immer so? Das ist doch nicht normal. Aber ich komme ja, wenn ich... Also, hä? Aber wenn ich den auslöse, dann... hier ist doch auch nichts mehr. Da ist doch nichts mehr.
Wie soll ich denn... Hä? Wie soll ich denn... Ich check's nicht. Wie soll ich den auslösen? Mache ich irgendwas falsch? Hätte ich hier irgendwas anders machen? Aber das ist ja auch hier Quatsch. Ich kann die Blöcke hier nicht auslösen. Wenn ich die Blöcke hier auslöse, bin ich tot. Hier war es nur zum Rüberkommen. Hier war alles nur zum Rüberkommen. Den Goomba kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Hä? Sehe ich da drüben irgendwas Zusätzliches nicht? Da fällt irgendwas runter. Aber das nützt mir... Hä? Seht ihr das? Da bewegt sich was. Aber was soll das denn? Hä? Aber was bringt das? Vor allem, das kommt ja erst in den Bildschirm, wenn ich hingehe. Also... Jetzt sehe ich's, ja, jetzt sehe ich's. Was soll das sein? Hey, was soll das sein? Irgendwas, worauf ich spinjumpen kann, aber... Was soll... Hä? Hey? Das ist doch einfach auch ein Swimp, oder nicht? Aber was nützt... Hä? Ja! Cool! Aber was nützt der mir? Hä? Ich raff überhaupt nichts. Wenn hier, wenn da unten wenigstens was drauf... Also wenn der unter mir auf den Mann schon, wenn da irgendwas landen würde. Aber da wird's nie... Jetzt ist der halt wieder an der Ecke da. Und dann ist er wieder weg. Zack. Jetzt ist er halt wieder weg. Hä, wieso? Ich hab's nicht. Jetzt kommt er runter. Zack, da ist er. Aber mit dem kriege ich den Block nicht. Guck mal. Sobald ich den Block habe... Hä, wie soll ich da zurück? Oder kann ich den irgendwie auslösen? Guck mal, ich verliere den... Ist doch nicht normal, dass wenn ich einen Block auslöse, dass ich nicht mehr... Oder ist das normal? Das muss ja normal sein. Ich meine, es ist ja nichts... ist ja nichts anders. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich kann nicht gleichzeitig das Ziel und den Block auslösen. Geht nicht. Aber das ist die einzige Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Danach ist der weg. Ich muss doch irgendwas komplett falsch gemacht haben. Ich meine, da drüben fällt einer runter, so, aber... Der kommt ja auch nicht näher dadurch. Wie kommt der hier überhaupt runter? Der muss da irgendeinen Parcours zurücklegen. Ich hab keine... Hat das mit dem Goomba irgendwas? Aber den Goomba kann ich auch nicht mitnehmen.
Ich meine, das da unten ist ein Skelett, so auf den kann ich zweimal springen, aber der hilft mir ja auch nicht, den Gumba mitzunehmen. Ich. Guck mal, wie. Das geht nicht. Also, in meinen Augen ist das, was ich gerade versuche, unmöglich. Und es kann ja nicht so schwierig sein, wie. Ne? Also, ich kann doch nicht den Block irgendwie auslösen und dann noch ins Ziel rutschen. Ich kann den Block auslösen, aber das war's dann. Ich kann nicht beide. Hey, ich raff's nicht. Es tut mir leid, dass ich hier so. Aber wo soll ich hin? Wo soll ich danach hin? Ich raff's nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mir hier das Ziel, ich muss mir hier das Goal, ich muss mir hier das Colin Goal holen, weil ich habe keine Ahnung, wie das hier hinten funktionieren soll. Das kann so nicht. Dafür irgendwas fehlt doch da, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine Bullet durchkommt oder so. Keine Ahnung. Wenn da segelt irgendwas runter, dann komme ich hier wieder hier rüber. Aber was wird. Ich raff's nicht, was mir das hier bringen soll. Ja. Was ist das? Ist das ein. Das segelt so runter langsam. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das verändert auch nichts. Von hier kommt nichts durch. Jetzt ist das Ding da unten. Jetzt. Aber. Aber da landet man ja auch an der gleichen Situation. Also das ändert ja überhaupt nichts. Wenn ich halt zumindest mit einem Drehsprung zurück könnte auf den, das könnte ich noch irgendwo mechanisch verstehen, dass man wieder nach links weg muss, aber. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal Folgendes machen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich mache hier einen extra Save auf die 1. Das ist dann einer der Saves, den wir uns mit Zariel angucken müssen. Ich kann es nicht abschließen, so das Level. I'm sorry. Kann es nicht abschließen. So, jetzt muss ich das Mittelding nehmen. Also den. Ja, das ist jetzt schlecht. Ich darf nicht am Mittelpunkt starten. Ja, hier muss ich starten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Als müsste ich irgendwas mitnehmen, als hätte ich irgendwas verpasst. Was ist dieses Ding, was da hinten runterfällt? Das bringt mir überhaupt nichts.
Habe ich irgendwo den Pilz verloren, den ich hätte verlieren dürfen? Kann ich mich auch nicht erinnern. Ganz komisch. Also, das ist jetzt ein Extra-Safe. Da müssen wir hin, wenn wir Sariel dabei haben. Dann kann er mir erklären, was da los ist. Und vielleicht könnt ihr es mir vorhin in den Kommentaren erklären. Dann können wir es auch schon vorher klären. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist jetzt auch wurscht. Nächstes Mal gibt's Aqua Arcana. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.